So, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um das ganze Thema FTP-Test. Ich habe einfach mal Bock, kurz vor meinem großen Urlaub mit meiner Freundin, dem Jahresurlaub, den wir in Frankreich verbringen werden, nochmal einen FTP-Test zu machen, beziehungsweise überhaupt mal einen offiziellen FTP-Test zu machen. Ich habe vor Ewigkeiten mal, als ich 2017, 18 mit dem Radsport so ein bisschen anfing, mal einen FTP-Test gemacht. Damals noch mit Turnschuhen, Jogginghose und so weiter. Da bin ich bei ungefähr 280 Watt am Ende bei rausgekommen. Jetzt, einige Jahre später, mehr Rennkilometer und vor allem Trainingskilometer in den Beinen. Weiterhin natürlich ist es nur ein Hobby, was ich betreibe, also nicht zu ernst nehmen das ganze Video und das ganze Thema an sich, habe ich trotzdem mal Bock, einen FTP-Test zu machen. Heute, mir gerade hier am Handy, den FTP-Test schon mal abfotografiert, steht in Swift der FTP-Test kürzer, also die shorter, die kurze Variante steht an. 45 Minuten, 5 Minuten aufwärmen, dann kommt ein paar Minuten Aufwärmblöcke, 3 Minuten und 2 Minuten nochmal eine hohe Wattzahl. Werdet ihr aber gleich alles in Swift sehen. Und dann heißt es, den 20 Minuten FTP-Test in Swift durchzuziehen. Wir haben den 17. August. Es ist 12.10 Uhr. Es ist unfassbar heiß. Hier befinde ich mich gerade in der vierten Etage einer Dachgeschosswohnung. Und dementsprechend ist es gut warm. Wir haben 25, 26 Grad, sehr schwül. Das sind die Eckdaten. Ich bin 28 Jahre alt, wiege aktuell um die 83, 84 Kilo. Das sind die Eckdaten zu mir. Und jetzt schwingen wir uns aber schön und schnell auf das Swift-Bike, was ich mir vor einiger Zeit eigenständig angeschafft habe. Dort werde ich den FTP-Test durchführen. Ich werde versuchen, das ganze Thema mit der Sony aufzunehmen. Meine GoPro Hero Black habe ich auch schon vorbereitet. Und dann wird auf dem iPad der Bildschirm aufgenommen. Und dann werde ich euch jetzt mit in den FTP-Test nehmen. Wünscht mir viel Erfolg. Ich bin gespannt, was ich schaffe. Kurze Prognose. Ich vermute, dass ich das ganze Ding, wenn es richtig, richtig gut läuft, mit 320 Watt absolvieren kann. Das heißt, die 320 peile ich mal an. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Jetzt geht's los. Viel Spaß. So, jetzt seht ihr mich gerade noch nicht. Ich sitze hier, bereite mich vor. Ihr seht gerade schon mal die verschiedenen Kamerawinkel, die ich jetzt nutzen werde. Jetzt gerade ziehe ich mir meine Schuhe an. Ich werde mir jetzt gleich den Headwind anstellen. Ich werde das ganze Ding ohne Musik auf den Ohren fahren, was ja auch nochmal eine etwas größere Challenge ist. So, let's go. Erstmal eine gute Sitzposition finden. Hier steht schon, willkommen beim FTP-Test. Das Bremsen ist für das Workout deaktiviert. Man fängt in der Regel immer super entspannt an. Wo ich auf jeden Fall schon großen Respekt vor habe, sind die beiden 3 Minuten und 2 Minuten Blöcke mit 340 und 370 Watt. Mein FTP habe ich jetzt in Swift auf 310 Watt eingegeben. Da vermute ich, da liegt er aktuell. Seit der Radsport-Miniserie über mich und dem konzentrierten Training mit Laurin zusammen habe ich dann doch die letzten Wochen einfach ein bisschen Spaß wieder am Radfahren gehabt und weniger die Disziplin. Das heißt, mein FTP wird auf jeden Fall was gesunken sein. Ich werde euch aber an entspannterer bzw. an spannenderer Position wieder mitnehmen. Von daher wird es jetzt hier wahrscheinlich einen kurzen Zeitraffer geben und dann springen wir bereits in das Warm-up. Und dann kommt da der FTP-Test. So, 250 Watt. Die sollten sich entspannt anfühlen. Das ist übrigens auch die Zahl, die ich knappe 3,5 Stunden normalized bei Rund um Köln gefahren bin. Von daher, das ist kein Problem. 310 Watt, das war die Pacing-Strategie, die ich an den Bergen anvisiert habe bei Rund um Köln. Demnach auch zumindest für 20 Sekunden kein Problem. Aber man merkt, ich atme schon schwerer. Ich bin mal gespannt, was das hier für eine Nummer wird. Und 370 Watt ist einfach nur ekelhaft.
So, jetzt wieder 3 Minuten Ruhe. Puls ging bis 140 hoch, sinkt jetzt auch wieder recht schnell. Bin mal sehr gespannt, wie ich gleich nach den 5 Minuten 340, 370 Watt drauf bin. Und das kann auch, wenn ich mich schlecht fühle, zu dem Zeitpunkt kann das ein richtiger Kopfkick sein, weil das wäre ja dann nur ein Viertel vom FTP-Test. Ich bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall gut warm hier in der Bude. Ich habe die Balkontür groß auf und hoffe, dass hier der Wind ein bisschen reinschießt. Der Headwind gibt sein Bestes, aber es ist heiß hier. Auch immer ganz witzig bei Swift, die englischen Motivationssprüche nach dem Motto, es ist nur ein Kampf, Umgang mit dem Schmerz. Also wer sich das hier wirklich durchliest und davon Motivation kriegt, weiß ich nicht. So, in knapp 30 Sekunden beginnt dann schon mal die erste kleine Höllenmission. Und da werde ich wahrscheinlich auch nicht viel reden, weil ich mich konzentriere. Viel Spaß bereits an dieser Stelle. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen FTP-Test gemacht habt, wie er lief und wie ihr das vor allem vom Kopf her gemeistert habt. Was war eure Strategie? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, jetzt 6 Minuten Ruhe und dann geht's los. Von der Strategie gleich. Ich denke, ich werde so mit, wobei ich will keine Zahlen nennen, sonst mache ich mir Druck. Ich werde auf jeden Fall erstmal ein bisschen gemächlichter starten. Die ersten 5 Minuten den Mittelblock ein bisschen erhöhen und hinten raus gucken, was dann noch im Tank drin ist. 3, 2, 1. Let's go. Jetzt gerade irgendein Fehler. So, jetzt. Komisch, hat er die Schaltung angenommen. Gerade irgendwie ging der Gang nicht. Fünfzehn Sekunden müsst ihr noch mal mitrechnen. Die waren gerade irgendwie komisch. Und jetzt nicht überpacen, Alex. So, ein Viertel ist geschafft. So, gleich mal die Hälfte. Dann gehe ich einen Gang höher. Jetzt 14, hier 15. So, noch ein Viertel. Komm, Alex. Ich schalte aber nicht höher. Dreißig Sekunden. Hundertachtziger Puls. .20 geschätzt, .319 raus. Heiliger Bimbam. Das nenne ich Körpergefühl. So, der See ist vorhanden. Puls geht wieder runter nach einer Minute, das ist gut.
Das hat reingeknallt. Wir sehen uns gleich in der Analyse. So, Puls ist wieder unten. War vielleicht noch kurz dazwischen geschoben. Von daher muss ich echt sagen, ich bin stolz. Optimal getimt. Aber jetzt wirklich in die Analyse. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Hinter mir das Swiftbike, ich gerade unter der Dusche. Wie gewohnt rutsche ich kurz mal an die Seite und blende die Handyaufnahme ein. Der Swift FTP-Test Standard in Watopia ist erfolgreich absolviert. Wie ihr gerade oben schon zusammengefasst, habe ich einen FTP, wie ihr eben auch sehen konntet, von 319 Watt. Vorher hatte ich ja 320 angekündigt. Die habe ich perfekt getroffen. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Wenn wir mal kurz hier in die Gesamtübersicht gehen, 29 Kilometer, 45 Minuten, ein 38er Schnitt, das sind alles Werte, die sind irrelevant. Auch die Durchschnittsleistung ist irrelevant, weil die ja nicht auf den FTP bezogen ist, sondern auf die gesamte Einheit inklusive Warm-up. Gehen wir aber in die Analyse, stellen wir schnell fest, dass ich das Ding eigentlich ziemlich gut abgerockt habe. Fangen wir mal mit den Leistungsfeldern an. Ein FTP von 320 hatte ich vorher eingegeben oder 310, 320, eins von beidem, also so um den Dreh, das heißt perfekt getimed. Man sieht auch gut, dass rund 40% in der aktiven Regeneration durchgeführt wurden. Das war der Warm-up und die Abkühlung am Ende. Und dann der Hauptteil in Zone 4 und 5, das heißt der Schwellenwert mit 25% und der VO2-Max-Wert mit knapp 29, knapp 30%. Die Herzfrequenz hat sich auch während der Einheit gut verlaufen. Man sieht ganz gut, dass im Warm-up bei den 360 Watt oder was das waren, die zwei Minuten, die Herzfrequenz gut über 160 geklettert ist und dann wieder alles schön gesunken ist und dann im FTP-Test eine schöne, wie ich das immer nenne, Bergankunft absolviert wurde. Das heißt, die Herzfrequenz ist nicht super hochgeknallt, ich bin abgeschmiert und es schwankte hin und her, sondern sie ist konstant stetig gestiegen, was ich gleich auch an anderer Stelle nochmal zeigen werde. Insgesamt haben wir damit eine Durchschnittsherzfrequenz auf die gesamte Einheit, nicht auf den FTP-Test, von 148 und eine maximale Herzfrequenz von 182, was für mich wirklich schon hoch ist. Es gibt da andere Menschen, Mann, Frau, ist an dieser Stelle egal, die auf weit über 200 Schläge pro Minute kommen. Das ist bei mir nicht möglich. So ab 180 ist es bei mir wirklich schon sehr, sehr eklig. Von daher passt auch dieser Wert sehr, sehr gut. Ich habe auf die 20 Minuten 336 Watt getreten. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Rückblick. Als es dann in den offiziellen FTP-Test ging, sprich nach den zwei Intervallblöcken, dann die 6 Minuten Ruhe waren es, glaube ich, und dann der Schwung in jetzt for free, fahr dein Pace etc., hat die ersten 15 Sekunden irgendwie das Swiftbike nicht mitgespielt. Ich blende an dieser Stelle noch mal kurz die Szene ein. Ich habe auf einmal pedaliert und der Widerstand kam nicht. Habe direkt aus Reflex hochgeschaltet und plötzlich habe ich dann gemerkt, packte dann auch der Widerstand. Das heißt, irgendwas war da nicht ganz richtig. Die Internetverbindung war eigentlich da. Es gab ja sonst auch keine Aussetzer. Von daher, diese ersten 15 Sekunden muss man quasi noch mal ein bisschen gegenrechnen bzw. im Hinterkopf behalten. Aber der Vorteil, den ich dadurch hatte, war, dass das Adrenalin gut hochkickte. Denn in mir drin habe ich mir gedacht, Junge, ich drehe gerade ein YouTube-Video, wieso schmiert hier gerade die Rolle ab? Gar keinen Bock, das Ding nochmal zu machen. Und da war das Adrenalin gut da. Habe es aber auch wieder aktiv mich beruhigt innerlich und gesagt, Junge, jetzt nicht überpacen, sondern fahr das Ding konstant so, wie es ging. Werte bedeutet das, 20 Minuten 336 Watt ist auch mein Bestwert. Was hier sehr, sehr interessant ist, ist, ich bin vor 2 Jahren am 22. August, das ist ja jetzt sogar quasi fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, bin ich draußen meinen ersten und einzigen FTP-Test gefahren. Und da habe ich 332 Watt erreicht. Von daher ein paar Watt nochmal mehr. Da bin ich echt, echt stolz drauf. Auf 8 Minuten habe ich 350 Watt, 5 Minuten 353 Watt, 1 Minute 394 Watt. Die Werte muss man alle relativ sehen, weil ich bin ja nicht gezielt 8 Minuten gefahren, dann wäre das deutlich nochmal mehr. Aber auf den gesamten Einheit gesehen hat sich so die Leistung verteilt. Insgesamt, gerade beim Stichwort verteilt, muss ich sagen, dass ich eine perfekte Pacing-Strategie mir selber überlegt habe. Ich habe mit meinem FTP-Test quasi grob gestartet, habe dann aber gemerkt, dass ich auf die 20 Minuten gesehen, der FTP sind ja 95% von den 20 Minuten, noch ein bisschen Energie hatte, habe das dann an den Gängen abhängig gemacht. Das heißt, ich habe mich im Gang 14 in Swift sehr, sehr gut wohlgefühlt und habe dann ab der Hälfte in Gang 15 geschaltet und habe dann auch gemerkt, höher darfst du jetzt nicht schalten, dann wird es richtig schwer. Und am Ende nochmal einen kurzen Sprint hingelegt und insgesamt kam dann eben ein FTP von 319 Watt zustande und eine
Durchschnittsleistung auf 20 Minuten von 336 Watt. Ich lege das Handy beiseite, rutsche wieder in die Mitte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für dieses Video. Ich bin froh und stolz, das Ding jetzt geschafft zu haben. Ich habe mir letzte Woche gedacht, komm, fahr mal den FTP-Test und habe mich jetzt eine Woche mental auch gut darauf vorbereitet. Gestern nochmal gut mit Freunden gegrillt, gut gegessen, heute Morgen gut den Porridge verdrückt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen. Gerne den Kanal abonnieren. Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, sagt mir gerne mal oder schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie eure FTP-Tests so laufen oder ob ihr schon mal einen gemacht habt oder ob einer ansteht. Und um jetzt nicht hier unnötig weiter viel zu schnacken, sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao.